Willkommen zurück am Mittwoch zum Thema Verführung. Wie man verführt, was das genau bedeutet. Und zuerst möchte ich eine Abgrenzung ziehen. Wenn du direkt Frauen ansprichst, im Sinne von, hey, du gefällst mir, direkt Frauen kommunizierst, dass sie dir gefallen, direkt deine Intention ausdrückst, dann hat das nichts mit Verführung zu tun. Das ist keine Verführung. Verführung ist etwas anderes. Verführung ist, wenn du eine Art Spiel spielst mit der anderen Person. Ein Spiel, in dem ihr beide Spaß habt, in dem Aufregung herrscht, in dem beide Parteien nicht so ganz genau wissen, was vielleicht am Ende dabei rauskommt, obwohl die eine Partei, die Verführerpartei, ja, ein Ziel hat. Verführung ist also nicht direktes Ansprechen, sondern Verführung wäre eher indirektes oder situatives Ansprechen. Je indirekter oder situativer dein Ansprechen ist, desto mehr hat das mit Verführung zu tun. Ja, also du bringst die Frau zu einem Punkt, von dem sie selbst gar nicht wusste, dass sie dorthin möchte, indem du verschiedene, ja, Dinge, Fähigkeiten, Sprache benutzt, Emotionen erzeugst und damit die Frau verführst. Verführen ist eine eher weibliche Eigenschaft, denn Frauen damals in vergangenen Zeiten hatten kein großes Mitspracherecht, hatten kein Wahlrecht, konnten also keinen großen Einfluss nehmen. Aber Frauen haben trotzdem Einfluss genommen, weil sie haben gemerkt, hey, wenn wir Männer verführen, wenn wir Einfluss auf Männer nehmen können, dann haben wir Einfluss über diese Männer, weil die Männer hatten damals Einfluss, die Männer durften wählen und so weiter. Männer waren Könige und so weiter. Das heißt, Frauen wussten ganz genau, wie sie Einfluss nehmen konnten, nämlich indem sie die Männer verführen. Und deswegen sind Frauen so gut darin, ich sag mal, auf einer subtileren Ebene zu kommunizieren. Wir Männer kommunizieren sehr direkt, das ist männliche Kommunikation. Und Frauen haben es drauf, auf einer sehr subtilen Ebene zu kommunizieren, ohne sehr direkt zu werden. Und eine Frau wird dich als Verführer erkennen, wenn sie merkt, dass du auch in der Lage bist, auf dieser subtilen Ebene zu kommunizieren. Das bedeutet, wenn du Verführer werden möchtest, dass du in der Lage sein musst, dich an dein Gegenüber anzupassen. Ja, wenn du ein direkter, also wenn du den direkten, authentischen Weg gehst, würde das ja bedeuten, dass du einfach genau das sagst, was du denkst, dass du zu dem stehst, was du bist, dass du klar definiert als Person bist und das genauso rüber kommunizierst. Das kannst du natürlich machen, das ist auch ein Weg und sorgt dafür, dass du die passenden Leute aussortierst und dann die überbleiben, die zu dir passen, von vornherein. Verführung bedeutet aber, dass du in einem großen Kreis von Personen wählen kannst und dich anpasst an diese Leute, sonst funktioniert Verführung nicht. Verführung funktioniert mit einem komplett festgesetzten Persönlichkeitsstruktur von dir nicht. Verführung funktioniert nur dann, wenn du dich an die Umgebung und an die Person, die vor dir ist, an die spezielle Frau anpassen kannst, indem du herausfindest, was sucht oder was möchte genau diese Frau, ja, was ist dieser Frau wichtig, was ist die Motivation dieser Frau für irgendwas, was sie tut und ihr dann im Zusammensein mit dir die Möglichkeit gibst, diese Dinge zu bekommen. Ja, eine Frau, die zum Beispiel, wo du zum Beispiel merkst, Aufmerksamkeit ist ihr sehr wichtig oder Anerkennung ist ihr sehr wichtig oder andere Dinge, dass du diese Dinge herausfindest und der Frau dann diese Dinge gibst, aber auch wieder entziehst. Verführung ist auch ein Spiel mit vor und zurück, ein Spiel mit geben und wieder nehmen, um Spannung zu erzeugen. Es ist ja nicht spannend, wenn du weißt, also wenn du genau weißt, was passiert, wenn du weißt, hey, du kriegst jedes Mal Anerkennung von diesem Mann, wenn du ihn siehst, dann ist das ja keine Spannung, ist ja per Definition nicht spannend, du weißt ja schon, was passiert, es ist ja planbar. Verführung basiert aber darauf, dass die Frau halt nicht genau weiß, nicht genau festmachen kann, was passiert. Und ich sage hier nicht, Verführung ist besser als direkt sein. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge und man muss den Unterschied kennen, man muss es verstehen und kann beides gerne anwenden. Verführung ist also mehr dieses Spiel, wo Direktheit mehr dieses Lass uns auf den Punkt kommen ist. Verführung arbeitet mehr mit diesem, hey, wir leben alle in einem relativ eintönigen Alltag, ja, weil das kennst du sicher aus deinem eigenen Alltag. Viele Dinge wiederholen sich halt. So ist nun mal im Alltag. Und die Verführung hat das Ziel, die Leute aus diesem Alltag rauszunehmen.
die Fantasie der Leute anzuregen. Und das hat auch viel mit Verführung zu tun. Deswegen gibt es ja diese ganzen Techniken, wo du in eine Fantasiewelt mit der Frau abtauchst, wo du irgendwelche Geschichten mit der Frau erfindest. Ja, Bankräuber, du bist Bonnie, ich bin Clyde. Oder wir gründen zusammen eine Familie. Und ja, aber du kümmerst dich um den Hund. Bla, 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 bla. Es geht halt immer darum, eine alternative Realität zu schaffen in der Verführung, die ansprechender ist als die Realität, die gerade da ist. Und das kann auch bedeuten, eine alternative Realität zu schaffen im Sinne von, wer du bist. Also wenn die Frau etwas, also wenn du herausfindest, die Frau, die vor dir steht, möchte etwas ganz Bestimmtes in einem Mann sehen, dann kannst du dich anpassen und genau dieser Mann werden. Du kannst dir genau diese Fantasie liefern. Davon habe ich eben gesprochen, Anpassungsfähigkeit. Wenn du authentisch direkt flirten würdest, dann würdest du einfach kommunizieren, wie du bist. Dann würdest du von einem festen Konzept aus kommunizieren. Aber dann könntest du nicht der Frau diese ultimative Fantasie liefern, die sie vielleicht hat. Vielleicht ist ihre ultimative Fantasie ein Mann, der viel Charisma hat, der sehr selbstsicher ist, der, keine Ahnung, einen großen Freundeskreis hat. Und genau diese Dinge könntest du ihr dann gezielt präsentieren, um ihre Fantasie von diesem Mann zu bedienen. Und dann gibst du ihr deine Aufmerksamkeit, dann wieder weniger, dann wieder mehr Aufmerksamkeit, dann wieder weniger. Und so kannst du es schaffen, dass sie immer mehr in diese Fantasie eintaucht. Ja, dass sie immer mehr mitgeht in diese Fantasiewelt, die du da schaffst, in diese Welt der Verführung. Und in dieser Welt der Verführung kann es dann halt auch passieren, dass ihr dann miteinander Sex habt, weil es einfach passt, weil es sich einfach im Moment auch richtig anfühlt. Das heißt, wenn du eine Frau verführen willst, wenn du Menschen im Allgemeinen verführen willst, dann musst du anpassungsfähig sein. Dann musst du die Fähigkeit entwickeln, die Person vor dir betrachten zu können und Abstand von dir selbst zu nehmen. In einer Verführung geht es nicht um dich. In einer Verführung geht es immer um die andere Person. Es geht darum herauszufinden, wo liegen die Stärken der anderen Person und was sind ihre Schwächen. Ja, zum Beispiel eine sehr intellektuelle Person, eine sehr geistige Person, dazu zähle ich auch, hat die Stärke, sie ist intellektuell. Du brauchst mit der Person nicht diskutieren und du brauchst der Person in einem Verführungskontext auch nicht als anderer Intellektueller entgegentreten. Wenn ich eine Frau treffe und sie ist sehr intellektuell, dann kann ich mit der diskutieren und das macht mir auch Spaß, aber es reizt mich nicht wirklich an dieser Frau. Wenn jetzt aber im Gegensatz dazu eine Frau kommt und sehr körperlich ist, überhaupt nicht intellektuell, sondern eher mich in den Moment holt, in den jetzigen Moment, körperlich, hier im Moment sein, dann ist das sehr reizvoll für mich, weil das meine natürliche Schwäche ist. Das ist das, was mir natürlich schwerfällt, was ich nicht so viel in meinem Leben habe, weil ich vieles Intellektuelle habe. Und so bedient sie halt meine Schwäche, so bedient sie meinen Need, das, was ich brauche. Und das ist die Kunst der Verführung, herauszufinden, was die Person vor dir braucht und es ihr dann zu geben. Aber eben nicht kontinuierlich zu geben, sondern zu geben und wieder weniger und wieder mehr und wieder weniger, sodass die andere Person nicht genau weiß, was wird als nächstes passieren. So bleibt die Spannung aufrecht. Und diese Spannung, sexuelle Spannung, endet dann irgendwann in Sex. Und so einfach ist Verführung. Verführung hat immer mit der Person vor dir zu tun, niemals mit dir selbst. Das ist das Wichtigste, was du dir merken musst. Die meisten Männer sind leider nicht in der Lage, von sich selbst zu abstrahieren und sich die andere Person, die Frau, vor ihnen anzuschauen. Aber genau das musst du tun. Du musst Fragen stellen, du musst aufmerksam sein, du musst genau herausfinden, wer diese Person vor dir ist. Du musst lernen, was sind ihre Stärken, was fehlt ihr vielleicht? Und das kannst du ihr dann geben. Verführung. Dich anpassen an die Person vor dir. So verführt man. Und deswegen ist auch Direktsein nicht Verführung, weil Direktsein nimmt sofort jegliche Spannung, sofort jegliches Mysterium raus. Wo die Frau sich beim Indirekten oder Situativen fragt, was wird hier passieren? Was passiert hier überhaupt? Was ist das für eine soziale Situation? Will er was von mir? Oder vielleicht doch nicht? Weiß sie beim Direkten halt direkt, okay, darum geht's. Bumm. Na? Zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Meiner Meinung nach sollte man beides können. Meiner Meinung nach sollte man direkt sein können, denn das ist wichtig in manchen Situationen. Auf der anderen Seite ist es einfach auch spaßig und schön, mal gemeinsam in eine Fantasiewelt abzutauchen.
Das ist ungefähr so, als wenn du mit deinen Freunden zusammen einen Film guckst. Ihr taucht gemeinsam in eine Fantasiewelt ab. Nur in diesem Fall kreierst du sie halt selbst und nicht jemand außerhalb, der den Film gedreht hat. Beides verschiedene Möglichkeiten. Beides zu können ist sehr, sehr spannend. Das ist Verführung. Wenn du dazu noch eine Frage hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin immer happy über jeden Kommentar, den ich von euch bekomme. Und ich diskutiere auch gerne mit euch, deswegen finde ich es super, wenn ihr auch kritische Kommentare schreibt. Das gefällt mir sehr gut. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir bewerbst du dich für einen Coaching-Platz im neuen Jahr, wenn du in den nächsten 3 Monaten mehr Frauen kennenlernen und daten willst als jemals zuvor. Kommst du zu mir ins Coaching. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das du gesehen haben musst. Wenn du es noch nicht kennst, klick einfach mal drauf. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.